Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrelda.de. In dem heutigen Video möchte ich euch etwas über Funktionen erzählen. Zuerst, was ist eine Funktion? Eine Funktion im mathematischen Sinne, die ordnet einem x, einem Wert x, einem y-Wert, einem Funktionswert, man sagt oft auch f von x, einfach zu. Das heißt, eine Zuordnung, eine Funktion ist eine Zuordnung, einem x wird genau einem y-Wert zugeordnet. Man darf also nicht einem x, also einer Zahl, zum Beispiel 1, zwei weitere Werte zuordnen. Es kann nicht sein, dass ich für ein x zum Beispiel 2 und 3 als y-Wert rausbekomme. Sowas würde man eine Relation nennen. Es gibt dann zur Darstellungsweise drei Möglichkeiten, die man in der Schule öfters braucht. Das eine ist, ich kann einfach eine Funktionsgleichung angeben. Dann sagen viele hier zum Beispiel y ist gleich 2 mal x. Ihr seht, egal was ich für x einsetze, zum Beispiel 1, 2 und 3, bekomme ich immer einen y-Wert raus. Und zwar immer eindeutig. Da kommen nicht zwei Werte raus. Wenn ich hier zum Beispiel 2 einsetze, ist y4 und nicht irgendwie 5 oder 3. Das ist eindeutig zugeordnet. Oftmals schreibt man auch, vor allem dann, wenn es nicht unbedingt so einfach ausdrückt ist wie da drüben, f von x ist gleich 2x. Also das könnte sein, dass ihr beide Schreibweisen habt und nur eine davon. Das sind einfach eine Funktionsgleichung. Das könnt ihr im Prinzip gleichwertig verwenden. Die andere Möglichkeit, um eine Funktion zu veranschaulichen, wäre es, eine sogenannte Wertetabelle anzufertigen. Das heißt, ich mache mir eine Tabelle, oben stehen die x-Werte und unten stehen die f von x-Werte oder die y-Werte, je nachdem, was ihr halt da bevorzugt. Und dann kann ich einfach anfangen mit den Zahlen, die mich interessieren. Zum Beispiel könnte ich ja sagen, mich interessiert ist ab minus 2, minus 2 angesetzt, gibt halt minus 4, minus 1 eingesetzt, gibt minus 2, 0 eingesetzt, gibt 0, ja und so weiter, 1 eingesetzt, gibt 2, 2 eingesetzt, gibt 4. Und das kann man natürlich umso weiter machen, umso weiter es einen interessiert. Ganz anschaulich ist es immer nicht. Dafür gibt es die Möglichkeit eines Graphen. Man kann einfach ein Koordinatensystem einführen. Das ist bei uns so, dass man Pfeile nimmt, einen von links nach rechts, einen von unten nach oben. Die müssen im rechten Winkel zueinander stehen bei uns. Man muss die skalieren, man muss also hier die Einheiten hinschreiben. 1, 2 und am besten hier auch immer ein bisschen markieren, damit man das ablesen kann und auch nach oben. Das muss nicht die gleiche Skalierung auf den beiden Achsen sein, da könnt ihr gerne was verschieben. Es ist aber am einfachsten und am anschaulichsten, wenn ihr sie gleich lasst bei den meisten Dingen. Wenn ihr später mal in der Physik kompliziertere Formeln habt, kann es manchmal besser sein, wenn man die Skalierung ein bisschen ändert. Nun, und jetzt müssen wir noch anzeigen, was wir hier eigentlich auftragen wollen. Deswegen sagen wir, hier tragen wir das x auf. Das heißt, ich kann hier meine x-Werte ablesen und hier tragen wir meine f von x-Werte auf oder die y-Werte auf. Deswegen nennen wir auch das hier die x-Achse und das die y-Achse. Jetzt kann ich hier gucken, 0, 0 geht hier hin, 1, habe ich hier den x-Wert 1, den y-Wert 2. Also ich muss diesen Punkt hier nehmen. Und so kann ich die weiteren Punkte noch einteilen. 2 und 4, minus 1 und minus 2. So. Und jetzt kann ich diese eine verbinden und habe eine, umso mehr Punkte ich male, umso einfacher wird es. Jetzt kann ich einfach verbinden und dann diese Verbindungsstelle, diesen Graphen davon, der veranschaulicht mir die Funktion. Ich könnte jetzt zum Beispiel, wenn ich Wert bei mir halb wissen will, einfach auch hier bei x gucken, Geodreieck ansetzen und gucken, bei welchem Punkt y, bei welchem Wert habe ich dann den Punkt. Das nennt man als einen Graphen. Wir haben also drei Möglichkeiten, eine Funktion für uns darzustellen. Die Gleichung, die Tabelle, die Werttabelle und den Graphen. Das ist am anschaulichsten, das ist das Praktikabelste und das brauchen wir oftmals, um das hier erstmal von Hand selber zeichnen zu können, zur Kontrolle. Nun, was interessiert uns hier auch noch bei so Funktionen? Es gibt noch den Begriff der Definitionsmenge oder des Definitionsbereichs und den Begriff der Wertemenge oder Wertebereich analog dazu. Nun, was sind das? Ihr seht, hier in diesem Fall ist es sehr einfach, die Definitionsmenge, man fragt sich, was darf ich eigentlich in die Funktion einsetzen? Welche x-Werte sind zulässig? In dem Fall, naja, ich darf die 2 mit jeder Zahl multiplizieren, die ich möchte. Da passiert nichts. Das heißt, der Definitionsbereich, man zeichnet das immer d und ein kleines f als Index e, also d von der Funktion f, die Definitionsmenge, der Definitionsbereich von f. Das sind bei uns alle Zahlen. Also
R, die rechten Zahlen. Wir dürfen alles einsetzen, was wir kennen. Die Wertemenge, der Wertebereich, das sind einfach alle Zahlen, die die Funktion annehmen kann. Also alle möglichen Werte, die wir hier annehmen können. Ihr seht, dass die Funktion geht vom Unendlichen bis ins Unendliche. Das heißt, auch hier nehmen wir wieder alle Zahlen an. Wir haben R. Anschaulich gesprochen, das sind alle x-Werte. Der ganze Bereich, den ihr hier unten auf dieser Achse von links nach rechts benutzen dürft. Und das hier, die Zahlen, die ihr auf der y-Achse benutzen könnt. Machen wir ein klein bisschen ein anderes Beispiel, das nicht ganz so simpel ist. Wir sagen, wir nehmen die Funktion g von x und sagen, das ist 1 durch x². Also Funktion benennt man meistens die kleinen Buchstaben, üblich sind f, g, h. Man kann aber auch alles andere nehmen, das euch einfach gefällt. Wir sagen g von x, 1 durch x². Die Definitionsmenge, dg, Definitionsbereich. Ihr seht, wenn ich da die 1 einsetze, die 2 einsetze, passiert überhaupt nichts. Aber wenn ich eine 0 einsetzen möchte, teile ich durch 0. Wir dürfen nicht durch 0 teilen. Das heißt, hier sind es die reellen Zahlen ohne die 0. Machen Sternchen. R und 0. Oder wer das nicht so hat, manche machen das auch R ohne geschweifte Klammer 0. Was für Werte kommen hier eigentlich raus? Manche machen die Definitionsmenge auch doppelt gestrichen. Dementsprechend auch hier drüben. Auch die Wertemenge doppelt gestrichen. Was kriege ich für... Was für eine Wertemenge habe ich? Was für Zahlen kommen da eigentlich raus? Ja, schauen wir uns das mal ganz genau an. Wenn ich hier eine Zahl einsetze, zum Beispiel 1, naja, bleibt es positiv. Wenn ich minus 1 einsetze, minus 1 in 2 Grad wird auch 1, es bleibt also auch positiv. Das heißt, ich habe gar keine Chance, hier eine negative Zahl zu bekommen. Das heißt, wir können auf jeden Fall schon mal sagen, es sind die positiven reellen Zahlen. Jetzt schauen wir noch, kriege ich da überhaupt irgendwie die 0 raus? Naja, ich kann nicht irgendwie eine Zahl durch etwas teilen, sodass es 0 wird. So eine große Zahl haben wir nicht in unserem Zahlensystem. 1 durch eine Zahl soll 0 sein. Das würde das gleiche bedeuten wie 0 mal eine Zahl muss 1 sein. Das geht nicht. Das heißt, auch die 0 dürfen wir nicht verwenden. Das heißt, auch hier kommt noch ein Sternchen hin. Oder eben R plus ohne die 0. Also Wertemenge von G, Wertebereich, sind alle positiven reellen Zahlen und die 0 natürlich nicht einbegriffen. So, ich freue mich, dass ihr auf jurelda.de reingeschaut habt. Schaut weiter rein und verfolgt uns auch auf anderen Kanälen. Dankeschön.